Hallöchen zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge ab komisches Metascare. Ja, wir haben jetzt endlich den komischen Krähenschlüssel oder was das da ist. Vogelschlüssel heißt der übrigens. Ja, mein Ziel ist es, an die Spule da zu kommen und dann wieder runterzufahren, um um da die Tür zu öffnen. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich an die Scheiß, wie ich auf den Scheiß Dachboden komme, weil die blöde Planschkuh immer nur sagt, du musst hier hochkommen, du musst hier hochkommen, finde einen Weg hier hoch. Ja, wie, du blöde Kuh? Wo wird denn locker der Boss? Warum? Yo, Mister. Das ist so beschissen, ey, echt. Dieses Nemesis-System ist so dumm. Wie kann der mich sehen? Verpiss dich, Alter! Ich raff dieses Spiel einfach nicht. Warum verhaut man so ein schönes Spiel? Warum? Holy. Lauf doch! Was zum... Ganz ehrlich, ich sitze hier gleich 20 Minuten und guck, wie der mir hier hin und her läuft, oder was? Meine Güte! Boah, dann sind auch noch die da. Ey, leck mich doch am Arsch, Alter. Komm, ganz ehrlich. So ein dummes Spiel, echt. Komm, verpiss dich endlich, Mann. Ich weiß nicht. Der Anfang war super. Das Einzige, was ich noch geil finde, ich kenne die Enten ja. Die Enten sind super, aber was hier dazwischen ist, kenne ich halt nicht. Und ich sehe es, warum ich es nicht gekannt habe. Mann, hau ab, Alter. Wie lange willst du hier noch rumhollungern? Diese Affen rennen auch schon hier rum. Ernsthaft. Was leck mich, Spiel. Hau ab. Lauf. Ach, was ist das jetzt hier? So. Ich hab dies. Hier noch einen Ausgang. Ich
bin ich jetzt hier? 3. Hä? 2. Was? Was ist denn das jetzt für ein Scheißrätsel? Das ist ein Hirsch. Der Vogelkäfig ist die 4. Der Hund ist die 2. Ist die 5? Was hat die 5? Was hat die 5? 5. Was ist die 1? Warte mal. Der Vogel ist die 3. Was ist verfickt nochmal die 1, ey? Wo ist das Bild? Die 4. Die 2. Warte mal. Was ist das? Ein Hund. Ist das die 1? Der Hund war die 2. Der Vogel war die 3. Der Vogelkäfig war die 4. Und der Hirsch war die 5. Geh mich nicht an, du Monster. Elisabeths Tagebuch, Eintrag 2. Ich habe mich auf dem Dachboden eingeschlossen und die Tür verbarrikadiert. Die große Orgel scheint nicht dieselbe Wirkung auf mich zu haben wie auf die anderen. Das alles begann mit dieser Kreatur, die unter Scare Point gefangen halten wird. Sie muss befreit werden, damit sie niemand mehr schaden kann. Ich muss in diese Höhle gelangen, ohne meinen Vater und seine Männer zu finden. Ja, laufen. Sie sind nicht mehr... Sie selbst. Wie wär's, wenn du dich da runterschleißt, du dämliche Kuh, ey, echt. Ich habe keine Kontrolle, das Lied ist zu stark. Ich bin auf dem Dachboden. Ich hoffe, jetzt fährt das mal ein bisschen runter mit den Gegnern. Sonst war das wirklich die letzte Folge. Es war kurz vorm Urlaub, also die letzte Folge vorm Urlaub. Nach dem Urlaub geht es ja eigentlich weiter. Oh, hat man mir meine Waffe genommen. Mimi. Oh, ich bin im Keller. Mir fehlt immer noch eine Spule und ein Notenblatt. Hm. Ich wette, das ist irgendwo da oben, wo dieser Hiopai und die anderen Menschen rumlatschen. Elisabeths Tagebuch, Eintrag 3. Ich habe noch nicht mal den ersten gefunden, seht ihr? 24. Oktober 1897. Ich habe es heute gewagt, den sicheren Dachboden zu verlassen. Dabei habe ich festgestellt, dass mein Vater unaussprechliche Dinge tut, wie zum Beispiel die Gesichter der Männer grundlos zu verbrennen. Gern hören, wie mein Onkel unter mir durch das Zimmer und die Hallen stampft, auf der Suche nach mir. Er ist einem seelenlosen Riesen geworden. Sie sind beide dem Wahnsinn verfallen, tragen diese fürchterlichen Ritualmasken und Kartoffelsäcke. Ich habe Angst. Einige Gäste zur großen Wiedereröffnung sind früh eingetroffen. Ich habe versucht, sie zu warnen, aber mein Vater und Onkel haben sie in
ihren Wahn hineingezogen. Diese armen Menschen sind jetzt solche Monster wie meine Familie. Es ist so schrecklich. Schreiben. Warum schreibst du es dann, wenn es so schrecklich ist? Ah, ein Save Point. Also, ich muss ehrlich sagen. It is done. I have managed to make phonograph copies of three of my father's four cylinders. Three parts of the siren song. The fourth, I've come to realize, is the very same tune as the musical locket that you always wore, Mother. The very one which I was so fascinated with as a child. Even as an infant, were you grooming me to take your place as my father now commands? Whatever the truth of your misdeeds, Mother, I want you to know that I've arranged for these fragments of the siren song to be dispatched to four composers. Your locket to go to my dearest Thomas. With his help and theirs, we shall come up with a means to counter the power of the song my father so desperately seeks to control. Naja, was ich eigentlich sagen wollte ist, auch wenn ich das jetzt versuche durchzuziehen, ich versuche es, ist das für mich das schlechteste Spiel 2020. Also es gibt echt bessere Horrorspiele, ganz ehrlich. Das ist für mich das Schlechteste. Dabei war Outlast bis jetzt führender, was schlechtes Horror angeht. Ostlat, hast Glück. Das ist Made of Scare auf der Liste. Da kommt mir ja nicht auf die Idee, dass ihr Outlast wollt. Outlast wollt. Das Spiel ist schrecklich. Ich habe Angst. Mythologie. In der griechischen Mythologie ist die Sirene ein Mischwesen aus Vogel und Frau, die mit seinem leiblichen Gesang Seefahrer in ihr Verderben lockt. Haben wir das nicht schon mal gelesen? Irgendwo? Sirenen und Meerjungfrauen sind unterschiedliche Wesen, aber lange Zeit wurden sie als identisch erachtet. Im Mittelalter kam es aufgrund von falschen Interpretationen von Schriftstellern und Künstlern zu einem Wandel in der Darstellung weg. Von einer vogelähnlichen Kreatur hin zu einem fischähnlichen Wesen. Dies hat über die Jahrhunderte dazu geführt, dass Sirenen immer mehr als Jungfrauen aufgefasst und dargestellt wurden, was sie in der griechischen Mythologie nicht sind. Zum ersten Mal wurden sie in Homers Odyssee im 8. Jahrhundert vor Christus erwähnt. Spätere Quellen besagen, dass Sirenen Flügel haben oder dass ihre Köpfe denen von wunderschönen Frauen gleichen, während sie den Körper eines Vogels aufweisen. Oder, wie wär's damit, jede Kultur hat sein eigenes Bild. Holy fucking shit. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Schütte sich immer nur auf eins festzunageln. Das wäre doch mal geil, oder? Ich muss ehrlich sagen, es gibt Indie-Perlen, die kosten noch nicht mal einen Euro. Die sind besser. Ja. Oder Gratis-Horror-Games. Rack Shutter geht eine halbe Stunde, ist ein Gratis-Spiel. Das hat mehr Horror und mehr Schocken. Schockt mich mehr. Als das hier. 90% sind Schleichen hier. Die Medusa. So. Wir haben alle Spulen. Jetzt fehlt nur noch ein Notenblatt. Finde die übrigen Notenblätter. Fliehe aus dem Hotel. Ich wette, ist im ersten Stock. Oder? Aber wie viel Heilung habe ich noch? One Heilung. Ja, hock dich doch hin. Warte mal, wir müssen rechts lang. Wie, schon Ende? Spiel schon zu Ende? War's das?
Mein Gott, warum müssen die so nervig sein? Also dieses Spiel hat zwei Enden. Ne? Es gibt ein gutes Ende. Es gibt ein böses Ende. Wie die Enden aussehen, das verrate ich nicht. Auf jeden Fall finde ich das böse Ende ziemlich nice. Ich stehe sowieso auf Spiele, wo man nicht immer das Gute hat, wo man mal der Bad Guy ist. Vermisse ich irgendwie so ein bisschen. Es gibt echt viel zu wenig Spiele ohne Happy End. Na gut, The Last of Us 2, ne? Aber das kannst du nicht mit abmessen, das Spiel. Das geht nicht. Was? Okay. Ich weiß, worauf ihr hinaus wollt. Aber irgendwas, ich weiß nicht. Ich glaube, das Spiel geht doch noch ein bisschen länger. Weil, wisst ihr, ich habe im Trailer was gesehen, was ich bis ja, noch nicht erlebt habe. Nee, ich glaube falsch. Ich muss dem Spacko hinterher. Warum müssen diese Knallerbsen immer dahin laufen, wo ich langlaufen muss? Ernsthaft. Kann mir das mal einer bitte beantworten? Warum bin ich hier mittlerweile gefühlt 100% des Spiels am Schleichen, nicht die gefühlten 90%? Kann mir das mal einer erklären? So, wo ist Elizabeth? Ich verstehe das Spielprinzip. Man versucht ein Spiel, was relativ kurz ist, was eigentlich hätte gut sein können, am Anfang gut war, aber rapide abbaut, unnötig in die Länge zu ziehen, indem man hier nur am Rumschleichen ist, sich fragt, wie man dem dicken Hühn da ausweichen kann. Wie? Wie und warum? Das will ich beantwortet haben. Also wenn ihr Entwickler, wenn ihr das seht, warum macht ihr so eine Scheiße? Warum? Warum? Geht so besser. Selbst Indie-Studios kriegen das besser. Obwohl, wenn das Spiel vom Blobber-Team wäre, ne? Also die ja auch Layers of 4 gemacht haben. Boah, ich glaube, da wäre das Spiel gut geworden. Die hätten nicht so einen Scheiß gemacht. Komm, beweg dich, meine Güte. Ich muss mal gucken, was für Bewertung das Spiel hat. Ich habe gar nicht geguckt, was das für Bewertung hat. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich fühle auch
bei dem Hinterherschleichen oder bei dem Abwarten mittlerweile kein Horror mehr. Kein. Oh mein Gott. Kriegen Sie mich jetzt? Kriegen Sie mich nicht? Berührt er mich nicht? Das merke ich gar nicht mehr. Im Moment ist es echt. Nur noch Langeweile und überlegen, wie kommst du vorbei? Naja, ich weiß, ich komme nicht mehr zurück. Das ist jetzt im Moment so für mich das Spiel. Das ist gerade im Moment. Langweilt, hinterher schleichen und gucken und überlegen. Ich weiß nicht. Macht das hier echt alles nur wegen den Enden? Warte mal, ich soll jetzt ernsthaft wieder durch den Garten. Ah! Durch den Garten. Und durch die Gruft und so weiter und durch die Höhle latschen. Was? Ja, ich glaube, jetzt kommt die Szene, die ich meinte, die ich im Trailer gesehen habe. Vergiss deine Karte nicht. Ja, vergesse ich auch nicht. Die Szene meinte ich. Warum müssen immer Hunde sterben in den Spielen? Warum müssen Hunde immer gequält werden? Aufgabe, finde die übrigen Notplan, entkomme dem Ritual. Und wieder Gegner. Ich werde bekloppt. Ich werde echt bekloppt in diesem Spiel. Ja, Elisabeth, hör auf zu lachen, wir wissen es. Mit dem. Was ist mit dir, Junge? Beweg dich! Ach, Leute, wisst ihr was? Die Zeit ist eh rum. Wir sehen uns nach dem Urlaub wieder mit Metoscare. Bis dahin, wunderschönen Tag und wunderschönen Abend. Macht's gut. Tschüss.